Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 2. Wir müssen jetzt versuchen, Lazarevic zu besiegen und sind jetzt normalerweise im letzten Kapitel und fliegen einfach mal in den Tod. So, Lazarevic hat gewonnen. Ende. Geh jetzt manchmal langsam. Ich will nicht nochmal sterben, wenn ich runterfliege. Keine Ahnung. Hoffentlich gewinnen. Sorry, Kumpel. Du bist nicht mein Typ. Nein. Nein, 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 das ist unmöglich. Wir wollen hallo dem Wald scheiße. Gott sei Dank weiß ich noch einigermaßen, wie man den besiegen muss, indem man immer aufs Harz schießt. Ich hoffe, ich bin auch nur schnell genug und eher nah genug an dem Harz. Oh, da ab jetzt geht's. Das war nicht so gut. Wo ist denn der? Scheiße! Kletter doch hoch! Nein! Er sterbe ich. Supi! Oder du. Kommt drauf an. Jetzt. So, Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den treffen muss, damit er stirbt. Ich hoffe, nicht allzu oft. Okay, komm. Komm näher. Gut, getroffen habe ich auf jeden Fall schon mal. Komm und hol mich. Okay, jetzt mal aufpassen. Wir sollten nicht zu... Scheiße. Genau das wollte ich eigentlich benutzen. Da kommt er ja. Nein. Komm du doch. Hoch, hoch da, schnell. Was denn, was willst du? Ich muss aufpassen, ich darf nicht zu nah an das Harz, so viel ich weiß. Ansonsten Vorsicht, wo kommt der jetzt her? Kommt er von vorne oder von hinten? Ja. Natürlich durch die Mitte. Endlich deinen Mann. Nein. Alter! Das gibt's doch nicht! Nur einmal treffen, ich bin tot. So. Wo bist du? Da ist er wieder. Jawohl. Einmal hab ich ihn. Du willst mich aufhalten. Ach schon. Muss ich ja irgendwie. Ansonsten ist das ja nicht das Sinn des Spiels, ne? Wo bist du? Da ist er. Der rennt ja schon. So. Was willst du?
Ich mag dich. Alter, wie kannst du den schießen, bitte? Okay, jetzt mal immer noch abhauen. Wo ist er? Ja, getroffen. Hui. Was willst du? Du bist doch der, der die ganze Zeit hier getroffen wird. Ja, nochmal getroffen. Bitte, bitte, lass es funktionieren jetzt. Das ist immer eine gute Taktik hier. Scheit! Du musst natürlich da reinschießen direkt, ne? Der hat dich gleich! Nee, nee. Immer noch keine Lust darauf. Wo bist du denn? Ja, wieder getroffen. Oh, er hat auf jeden Fall wieder Wunden. Dein Schicksal nicht im Weg stehen. Ich hoffe, du hast recht. Oh, hallo, Granaten. Nein, jetzt falle ich runter. Das war die Möglichkeit. Einfach immer im Kreis rennen. Für die beste Methode, finde ich hier. Hoch da. Von wo kommt die Granate denn, bitte? Rennt er jetzt quer durchs ganze Feld, oder was? Oh, hallo. Oh Gott. Da ist er. Wenn ich weiß, wo du bist, ist das... Eieiei. Wo bist du? Oh, eine Granate. Das war, glaube ich, ein Tick zu früh. Puh, endlich habe ich mal getroffen da. Eieiei. Nein! Jawohl, bitte. Oh Gott, wie viel hältst du denn noch aus? Alter, wie viel hältst du aus? Das läuft komischerweise für mich jetzt sehr gut. Besser als ab. Granate? Wie viel willst du noch werfen? Sterb doch einfach. Scheiße. Oh, weg da. Oh mein Gott. Oi, oi, oi. Nein, lass mich einfach in Ruhe, bitte. Wo bin ich? Renn mal andersrum. Verwirrt-Taktik. Gott, kannst du aufhören zu werfen? Alter, hör auf zu schießen. Dann wirft er noch genau passend. So. Jawohl. Du denkst, ich bin ein Monster. Aber du bist nicht besser als ich, Drake. Wie viele hast du getötet? Wie viele allein heute? So ist es, Junge. Kein Mitleid, keine Gnade. Tu es! Nein. Du hast nicht den Willen. Ich vielleicht nicht. Die aber schon. So ein Mist. Oh Gott.
Jetzt haben wir endlich Lazarevich besiegt. Und dann geht die ganze... ganz schon Baller kaputt. Typisch. Alles, was wir anfassen, geht kaputt. Nein, ich renne hierher. Und... fall mit runter. Jawohl. Wieso denn auch? Muss ja auch alles kaputt gehen hier. Aber war es nicht im letzten Teil, also beim ersten Teil so, dass nach dem Endgegner... dass der Kampf direkt vorbei war? Die Kameraperspektive gefällt mir gerade nicht so doll. Weil ich weiß nicht, wo ich was kaputt geht. Kann die Brücke mal irgendwann heil bleiben? Ups. Da wollte er nicht springen. Wieso habe ich eigentlich jetzt noch eine Waffe? Hat doch keine mehr, oder? Oh, ich hoffe zumindest. Eieiei. Yay. Okay, weiter geht's. Aber auch nicht schlecht, dass wir den kompletten Baum des Lebens kaputt machen. Und damit auch schon Baller. Unten. Vor allem um... ach du Scheiße. Und nur um einen zu besiegen, also den Lazarevich. Aber... haben wir's? Hinter dir! Lass los! Hallo? Lass los! Haben Sie jetzt den Ausgang erreicht? Oh nein. Elena. Elena, komm schon, okay? Komm schon. Los, bleib bei uns. Es wird alles gut, okay? Alles wird gut, wirklich. Elena, jetzt komm schon. Elena. Komm schon, Susan. Trekla, Schäfer, Kerala, Gabuchigre. Chukchiche. Tja, das war ein seltsamer Trip, nicht wahr? Oh ja. Du solltest öfter die Heldin spielen. Das steht dir. Nee. Du, sag mal, Nate. Was? Liebst du sie? Chloe, tut mir leid. Nein, ist okay. Wirklich, ist okay. Tu dir einen Gefallen, Cowboy. Sag's ihr. Chloe. Nein. Ich geh dann mal besser. Aber gib's zu. Mein Arsch wird dir fehlen. Na, wer ist denn da aus dem Bett gekrabbelt? Sie ist ein mieser Patient. Und verdammt stur. Ich bin nicht stur. Ich bin nur unruhig. Also, kein Riesensaphir. Noch einmal, nein. Bist du dir da sicher? Ja. Es ist nur eine Metapher, Sonny.
Eine Metapher zahlt keine Miete. Ach, irgendwas gibt's doch immer. Hab Vertrauen. Nur davon kann ich mir leider nichts kaufen, Jungchen. wo ist Chloe hin? Bis später. Oh nein. Verbrenn dir nicht die Finger, Sally. Aha. Gut gemacht, Nate. Ihm hätt's gefallen. Ja? Also, wie geht's jetzt weiter? Hm? Ich weiß nicht. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, natürlich nicht. Aber dieses Mal habe ich das auch nicht. Gut. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst hattest du um mich? 4. 4? Ja, wieso? Eine 4. Ja. Das war mindestens eine 8. Eine 8? Eine klare 8. Eine 8. Diese Wächterviecher waren eine 8. Du machst doch Witze, ja, oder? Ja, die waren echt schrecklich. Und was ist eine 10? Clowns. Clowns findest du schlimmer als meinen Tod? Ich hasse Clowns. Clowns. Ich hasse Clowns. Das stimmt nicht. Du dachtest, ich sei tot. Nein, du dachtest, ich sei tot. Ich wusste, es wird gut. Die sind ganz schön gekullert. Tränen? Mhm. Es hat geregnet. Nein, hat es nicht. Du warst bewusstlos und es hat geregnet. Es war total sonnig und du hast geheult. Es war nicht sonnig und du warst bewusstlos. Egal. Ich hab's doch genau gesehen. Ich weiß es. Eine 4. Okay, und damit ist auch Uncharted 2 abgeschlossen. Auf normal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und schaltet dann beim nächsten Part wieder ein, wo wir dann Uncharted 3 anfangen durchzuzocken. Okay, cool. Auf jeden Fall lasst Kommentare da, wenn ihr wollt. Verbesserungsvorschläge. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.